Ja, herzlich willkommen, liebe Basketballfans. Schönes Augen, der Dreier. Und da ist die Stärke von Paderborn. Das Benzinger. Von außen. Und der sitzt. Der sitzt. Aber das war zu einfach. Ja. Sean Willett. Das sollten auf dem Zettel haben, das Spiel im Rhythmus zu dominieren. Der nächste Dreier, der sitzt. Mikulic, der gerade noch den Ball wegbekommt. Und schon ein Grietes Pepiras. Guten Wurf hat er definitiv auch. Ja. Hier ein bisschen Pech. Nate Britt auf der anderen Seite mit einer schönen Bewegung. Wow. Und den macht er. Da ist schönes Anspiel. Tom Alte mit dem Alley-Oop. Sams aufgepasst, ja, ist er wieder weg. Nate Britt macht die nächsten Punkte. Ja, yeah, Cushingberry und Benzinger. Der braucht nicht viel Platz und versenkt den nächsten Dreier. Schönes Anspiel auf Willett. Ja. Und Cushingberry auf Mixig. Mixig und der, und trifft. Der trifft. Ja. Ivan Mikulic muss es jetzt richten und shoot. Robin Jorsch! Schön gesehen, ja. Dieser Geniestreich hier von Nate Britt, der sich super freiläuft. Hellwach und gleich schon wieder bei der Rebound-Arbeit dabei. Und das war eine tolle Bewegung des Point Guards der Uni Baskets. So, und Demetrius Ward, was fällt ihm ein? Oh, super, bringt er da seinen Körper. Robin Jorsch. Nate Britt von außen. Und auch das kann er. Nate Britt, ganz wichtig. Aber der ist kurz. Gut aufgepasst von Pipiras. Und mit Dank schließt er ab. Demetrius Ward für drei. Wow, stark. Das ist eigentlich auch, muss was passieren. Mixig. Oh, schön abgelegt. Auf Alte. Sicherlich noch einiges drin. Oh, Mixig. Ganz offen Mixig. Das darf nicht passieren. Ja. Frazier, gut, dass er den mal nimmt. Und trifft. Und trifft. Oh, klasse. Statement-Block von Alte. Aber der Dreier von Niedermanner. Niedermanner. Gegen Robin Jorsch. Und er macht den Schritt zurück und nimmt den Dreier. Super. Und zwei Punkte Führung wieder für die Gäste. Wahnsinn. Nimmt den Dreier. Wird gefoult. Ja. Das heißt drei Freiwürfe. Ja. Erster Sitz. Der zweite sitzt auch. So, Ausgleich. Haben wir den Ausgleich. Frazier. Macht alle drei. Nein, und das war's. Ist es. Der Pass kommt nicht an auf Tom Alte. Damit gewinnen die Panthers. Ich fast könnte man sagen, wir haben auch durch diese Situation den Sieg aus der Hand gegeben. Ja. Weil dadurch erst die Panthers überhaupt nochmal die Möglichkeit erhalten haben, das dann durch dieses Einwurfspiel und den Dreier von Frazier und dem Foul überhaupt nochmal drei Punkte zu erzielen waren. Ja, sicherlich nicht das hochklassigste Spiel, was wir hier gesehen haben.